Yo, ho, hallo und herzlich willkommen zurück zur Dark Souls 2 Super Challenge. Ich bin das Kellerbeast, aber ihr könnt mich auch gerne den flauschig-kuscheligen Boss-Battler nennen, wenn ihr wollt. Denn, obwohl ich mich nur in den Nahkampf begebe, habe ich es mit zwei Bossen aufgenommen in einem Part, der doppelt so lange gedauert hat wie ein normaler Part, aber darüber wollen wir gar nicht reden. Wir wollen darüber reden, dass ich nicht wie ein Normalo spiele, sondern wie ein Super Challenge-Teilnehmer. Moment, was ein Super Challenge-Teilnehmer so macht? Naja, er nimmt an einer Super Challenge Teil und die sieht so aus. Dark Souls 2 ist euch zu einfach? Easy peasy. Ihr findet jeden Spaziergang im Park schwieriger als dieses Spiel? Nicht mit der Dark Souls 2 Super Challenge. Ich gebe dem Spiel den Kick in die Ass, der euch gefehlt hat. Alle zwei Tode wähle ich eine neue Herausforderung, die ich bestehen muss. Kein Schild, keine Heilung, keine Rüstung, keine Hoffnung. Kein Problem, keine Ahnung. Der Clou an der Sache, jede neue Challenge wird zufällig ausgewählt. Mit dieser Herausforderung checke ich aus, ob auf das Wörtchen schwer noch ein sehr passt. Und jetzt viel Spaß bei der Dark Souls 2 Super Challenge. Ja, liebe Leute, und das letzte Mal habe ich mich dazu gezwungen gefühlt, nur in den Nahkampf zu gehen. Und jetzt müssen wir eine neue Challenge auswählen. Und das machen wir mit dem Random Number Generator. Zwischen 1 und 27 wird ausgewählt und ich klicke hier mal auf eine Nummer. Und es ist die 22, Leute. Mal schauen, was das so ist. Verkehrte Welt, komplett invertierte Kamera. Das habe ich auch schon mal gehabt, bei der Dark Souls 3 Super Challenge beim Stream. Und das war furchtbar. Es war furchtbar, aber das werde ich jetzt machen müssen. Und zwar ist das wenigstens etwas, worauf ich mich nicht selbst konzentrieren muss. Ich muss jetzt versuchen, Lock on. So, alles hier reversed. Muss das reset X-Axis? Nee. So, und jetzt muss ich mal gucken. Oh ja, furchtbar. Ach du Scheiße. Also, ich drücke jetzt nach links unten, um die Kamera nach rechts oben zu bewegen und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss sie versuchen, möglichst wenig zu bewegen, weil ich sonst komplett durcheinander gerate. Das könnte schwierig werden für jemand wie mich, aber wir bemühen uns natürlich sehr. So, jetzt haben wir außerdem die Möglichkeit zu zaubern. Oh Gott, ich habe alles dabei, was ich brauche. Ja, ich brauche leider den Zauberstab, den ich da gekauft hatte. Wie hieß denn der nochmal? Priest Chime, Cleric Sect, Bone Staff, Archdrake Staff. Der ist natürlich nicht optimal. Für irgendwas. Der ist suboptimal, weil er eben mehrere Typen von Zaubern unterstützt. Wir wollen ihn trotzdem direkt mal verbessern. Wie viel habe ich denn? Titanite Shards 5. Also ihr seht, dass da er skaliert mit... Was ist denn das dritte? Intelligenz nehme ich an, beziehungsweise... Ja doch, das ist Sorcery und dann haben wir Darkness. Skaliert mit beiden. Auf der anderen Seite, für mich ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Ich darf ja auch beides benutzen, das ist ja das Schöne daran. So, viel konnte ich jetzt nicht machen. Ganz ehrlich, ich würde ganz gerne jetzt ein Titanite-Shard farmen. Scheiße, dass ich das jetzt nicht offscreen gemacht habe. Es gibt allerdings auch einen Charakter, bei dem man das kaufen kann. Trotzdem, nee, ich mach's jetzt nicht. Wir wollen es uns... Ich mach das, wenn überhaupt, dann offscreen. Denn sonst wird's zu langweilig für euch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Irgendwo hier. Hier. Da muss ich hin. Denn da habe ich noch nicht alles geholt, was es zu holen gibt. Und das möchte ich natürlich tun. Ich möchte natürlich alles holen. Oh Gott, ist das nervig mit der Kamera. Das ist ja furchtbar. Das ist ja... Oh Gott. Aber ganz gut, dass ich jetzt eine neue Herausforderung habe. Ich will eigentlich nur nach unten. Hunde. Das ist... Hat er mich schon? Ah, sehr gut. Es geht tatsächlich. Oh, falscher? Fire Orb. Nimm die... Ja, mein geiler Fire Orb. Ich glaube, vielleicht ist es doch besser. Ah. Oh, kommt nicht so weit. Ach, die Reichweite von den Dingern ist nicht sehr hoch, ne? Ja, gut. Dann klappt das hier alles ganz ausgezeichnet. Haha. Nimm dies, Hund. Du hast nie damit gerechnet. Na gut. Ich fürchte, ich muss runtergehen. Es bringt ja doch nichts. Es bringt ja doch nichts. Ah, es sei denn... Ach was.
Also das muss jetzt nicht sein. Was passiert hier gerade? Ah, richtig, da wird man ja auch noch invaded. Ist das scheiße gerade. Läuft das schlecht. Lass mich mal ganz kurz heilen. Okay. Okay. Wer bist du überhaupt, dass du es wagst, mich zu invaden? So, zurück mit mir. Ich habe übrigens auch Zauber. Hier, nimm dies. Oh, Kacke. Das beeindruckt ihn etwa gar nicht. Junge, Junge, der ist ja ganz schön aggressiv. Ach, da ist noch ein Hund. So, was machst du jetzt? Heilst du dich oder was? Nee, tust du gar nicht. Na dann, bist du tot. Okay. Da ist die Kamera natürlich dann nicht so schlimm. Denn sie dreht sich ja nur, wenn ich nicht eingeloggt bin. Wild draufgehakt. Human Effigy kriegen wir dafür. Kriegen wir, glaube ich, auch Dragon Tooth. Oh. Und ein Bright Bug. Was der macht, weiß ich gar nicht so genau. Also, Dragon Tooth ist eine sehr große, sehr schwere Waffe. Ah, meine Augen brennen. Enchanted Falchion. Falchion. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Waffe, die skaliert ein bisschen mit Intelligenz oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Oh Gott, ist das schlimm. Ja, das kommt von der Challenge, wenn sich hier alles komisch dreht, weil man es nicht gewohnt ist. Kann ich jetzt aber nicht gebrauchen. Das heißt, könnte ich vielleicht sogar gebrauchen, aber mein Schwert skaliert ja auch mit Intelligenz und mit Faith und ich habe beides und das ist super. Das ist sogar super, super. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich weiß wo. Travel? Nein, nicht nach Majula. Und zwar könnten wir hier noch einen anderen Weg einschlagen. Nach vorne, nach oben, in die andere Richtung. Es gibt zwei Belfry-Level. Soweit ich weiß. So. Mist, das ist echt fies. Werde das mal eben testen hier, was hier da so ist. Kein einziges Mal invaded. Das ist ja echt krass. Vielleicht, weil ich nicht menschlich genug war? Ich glaube, das ändert die Wahrscheinlichkeiten. Hallo? Oh! Hi! Bist du auch hier, hä? Ganz kurz gucken. Nicht, dass wir hier was Wichtiges übersehen. Irgendwo gibt es auch noch diesen Shield, für den man irgendwo über eine Wand laufen muss. Gott, das macht ja wirklich, das ist ja wirklich, wer hätte geahnt, dass das so einen Unterschied macht? Key head and be wary of ambush. Bastille key. Hä? Wieso ambush? Ach so, Lost Bastille. Das ist genau da, wo ich den Lost Sinner besiegt habe. Ich glaube, da komme ich jetzt weiter. Könnte auch den Typi da befreien. Also im Grunde genommen bin ich da gerade. Oder? Oh. Fuck, ist das nervig. Eieieiei. Ja, das ist das. Kommt nur her. Ich sehe nicht, ob er vor mir ist. Hä? Hallo? Ich weiß es echt nicht gerade. Es macht Spaß, diese großen Dinger kaputt zu machen. Das ist krass, wie sehr mich das gerade einschreckt mit der blöden Kamera. Hä? Ich bin doch nur reingerollt. Das dürfte doch gar nicht explodieren. Hat aber glücklicherweise gar nicht viel Schaden gemacht. Trotzdem erstaunlich. Ach, das ist da, wo so viele angreifen, ne? Oder? Nee, wo ist denn das? So, öffnen wir mal hier. Ah. Weakness Door. Weil nämlich die Tür ihn umgebracht hat. Oh Gott. Kamera. Sind da noch mehr? Ja, natürlich. So, beide tot. Da sind aber noch mehr, glaube ich. Was das an Reaktionszeit einschränkt. Ja, der Sprung, den habe ich immer noch nicht gelöst.
Ah. Also ohne Auto-Aim. Ja, Auto-Aim ist es jetzt nicht, aber ohne das Anvisieren wäre ich ganz verloren. Aber komplett. Oh, ist das furchtbar. Ja, muss ich mir auf jeden Fall noch holen, das Item. Jetzt ist nur die Frage... Achso, ich müsste mal nach ganz oben. Denn da möchte ich den Typen wiederbeleben. Es kann sein, dass der irgendwas Wichtiges für mich hat. Ist noch nicht so weit. Da sitzt einer. Den nehme ich mal mit. Das war so klar. Wie viel macht denn der? 279. Ja, so schlecht ist der Schaden, glaube ich, gar nicht. So, wie viel macht sowas hier? Hup. Ja, 242 jetzt. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Denn die können natürlich feuerfest sein, theoretisch. Und der 187. Kein blassen Schimmer, Leute. Ob das jetzt Bastiki, ja, das dachte ich mir. Aber den hier möchte ich auch wieder beleben. Nicht nur für das Feier, sondern weil es einfach ein Typi ist, den ich gerne sehen möchte hier. Hi. Na, auch hier? Ja. Seit Jahren. In Stein. Der hustet gar nicht, wenn man ihn wiederbelebt. Okay. Ein Sorcerer ist das, ach so. Straight ist das. Ich glaube, ein bisschen böse ist der auch, oder? Also, ich kann eine Gesture lernen. Mock. Ja, der ist bestimmt böse. Ich werde den jetzt einfach mal hier durcharbeiten. Ja, das freut, da freut er sich drüber, wenn er mal durchgearbeitet wird. Und... Achso, Trade. Der ist für Boss-Weapons zuständig, Leute. Homing, Heavy Homing Soul Arrow. Ich glaube, das war für PvP gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich. Und der kostet mich Rune Sentinel Soul. Das ist das Persia Ultra Great Sword. Soul of Persia. Also es gibt halt Bosswaffen hier, ne? Dragon Rider Bow und Twin Blade. Hellebarde. Barbed Club. Nichts davon ist für Magier. Also wirklich gar nichts davon. Nur eben der Zauber selbst. Trotzdem könnte man sich das mal überlegen. Im Augenblick ist er nicht so interessant. Moment, wie frech warst du denn bitte gerade? Buy Item. Vielleicht erstmal darüber gucken. Ja, der hat schon ein paar ganz coole Sachen. Increases Intelligence. Absorbed Souls in Places of... In Place of... Hä? Was soll das heißen? Ach so, ich glaube, ich weiß, wofür das ist. Ich glaube, das ist, wenn man nicht weiter leveln möchte, zum Beispiel als PvP-Spieler, dann nimmt man keine Seelen mehr auf. Also der interessiert mich aber nicht so sehr. Der für 28.000 schon eher. Restores. Oh, HP and Spell Uses. Homing Soul Arrow. Ach, er hat doch auch Hexes. Das ist gut, Leute. Dark Fog ist, glaube ich, nicht so geil, aber er hat noch mehr. Er hat mehr Orbs. Stuff. Dark Hail. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, was das macht. Aber ich nehme das auf jeden Fall mit. Und ehrlich gesagt, das hier auch. Und die Sachen hier, das kann ich alles mir nochmal... Resplendent Life. Large Amount of HP. Oh. Ja, also der ist schon ein guter Händler, muss ich mal sagen. Affinity. Ich glaube, das war wichtig, ne? Also irgendwie... glaube ich, verbraucht man da aber Seelen oder sowas dafür oder irgend sowas in dem Bereich, in dieser Art. Warum bist du so unfreundlich? So, ich habe mir ein paar coole Sachen gekauft.
Wir können noch mal ein bisschen hier rumtunen, aber ehrlich gesagt, ja, ich bin ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Die anderen Sachen habe ich mir erstmal gekauft. Wir können da später gerne noch mal ein bisschen was. Huch, ich dachte. Ach du Schande. Die sind einfach alle wiederbelebt. Einfach so wiederbelebt. Das ganze Gehirn einfach weggelutscht. Da muss ich sehr aufpassen, dass man hier nicht versehentlich... den Falschen killt. So, etwas zur Seite. Ja, da ist nämlich noch einer, hä? Ja, also hier muss man sehr aufpassen. Man kann das natürlich so oft töten alles, bis keiner mehr von denen irgendwas tut. Also irgendwie macht das gerade richtig Spaß mit den ganzen unterschiedlichen Zaubern und so. Das ist schon geil. So, hier gibt es nur einen Rückweg. Jetzt müssten wir nochmal zum Lost Sinner selbst. Ist das hier das beste Bonfire dafür? Denn da sind auch noch verschlossene Türen. Und ich meine, da müssten wir jetzt auch was aufschließen können, oder? Sinner's Rise. Aber das ist ja genau da, wo ich gerade bin, richtig? Ich glaube, ich muss eher... Nee, Moment mal. Doch, ich muss dahin. Ich probiere es mal eben aus. Ich glaube, das ist genau mein Bonfire. Also nicht das, wo ich jetzt direkt bin, sondern ich brauche das, wo ich so ein paar Treppen nach unten gegangen bin, um zum Sinner zu kommen. Ja, genau, das meinte ich. So. Gut aufgepasst habe ich da. Oh, Mann. Denn es gab hier doch noch ein paar. Bitte in die andere Richtung. Ist das schwierig, sich zu orientieren? Es gab hier doch noch ein paar Türen, die ich aufmachen kann. Die meisten haben einfach nur quasi einen Shortcut bewirkt. Aber andere waren ein Quell der Awesomeness, weil Pickup-Item. Oh, Gloves habe ich bekommen. Das ist ja... Glovely. Haha! Versteht ihr? Wie viel habe ich eigentlich nochmal für den Flexible Sentry bekommen? Oh, sogar jetzt noch den Helm dazu. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich heile mich mal lieber hier mit. Ich brauche jetzt... brauche die jetzt eigentlich nicht mehr hier. Jetzt ist ein bisschen die Frage, mit was mache ich Flexible Sentry am ehesten? Ein bisschen Feuer vielleicht drauf oder so. Ich glaube, ich möchte ihn nochmal besiegen. Und möchte dann die Türen ausprobieren. Ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen vom Weg ab. Das ist der Zeitpunkt, wo ich etwas durcheinander komme mit allem. Wow. Okay, einmal drauf. Mal schauen, was es so macht. Nicht viel. Egal. Probieren wir halt mal die anderen Sachen so aus. Ja, er ist schon eine andere Nummer. Also da sieht man aber schon so ein bisschen, dass auch hier der Nahkampf durchaus die sehr viel effektivere Variante sein kann als die Magie, je nach Gegner eben. Bei dem Gegner in meinen Augen definitiv, weil man halt zweimal zuschlagen kann, während man nur einmal die Magie zum Einsatz bringen kann. Okay. Aber so langsam müsste ich mich dann doch heilen. Sonst sterbe ich am Ende hier. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, ich Idiot. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. No! Ich habe gehofft, dass der dritte Schlag nicht mehr kommt. So genau kenne ich den nicht. Ein sehr, sehr unnötiger Tod. Aber hey, das gehört dazu. Hm, darauf ein Schluck. Hm. Jetzt möchte ich ihn erst recht töten. Ah, ich freue mich schon, wenn ich so ein bisschen... Oh, Heavy Crossbow. Obwohl, ich benutze ja sowieso meine Magie aus dem Grund. Eigentlich egal. Ich mag die einfach sehr gern. Ich liebe Crossbows in allen Dark Souls Spielen. Eine sehr
wie ich finde, praktische und effiziente Waffe. Eben genau wie Magie. Teilweise schneller, teilweise langsamer. Nicht so stark im Regelfall. Nicht so flexibel, aber der perfekte Ersatz für alle Schwertkämpfer, die ansonsten im Nahkampf... Ja, jetzt wollt ihr es mir... Oh Gott! Wollt ihr es mir aber richtig heimzahlen, hä? Hat er eigentlich was liegen gelassen? Nee. Okay, nochmal. Ohne runterzufallen, wenn es geht. Ja. Hier, wie wär's, wenn du das nicht machst? So, meine Seelen möchte ich natürlich gerne zurückhaben, wenn ich bis dahin nicht sterbe. Also diese umgedrehte Kamera ist gar nicht so ohne, muss ich mal sagen. Die ist gar nicht mal so ganz ohne. Wie spät haben wir es hier? 2:15 nachts. Ich drehe mich ein bisschen, Leute. Das hilft auf jeden Fall. Entschuldigt bitte, wenn ich heute so ein bisschen, oder auch schon letzte Folge, häufiger das Glas nebenher erhebe. Das ist einfach, damit ich die richtige Motivation finde, um genau das zu tun, was ich tun möchte. Nämlich den Flexible Sentry so richtig in seinen... Er hat keinen Arsch, oder? Ich kann nicht in seinen Arsch treten, weil er keinen hat. Naja, aber in was auch immer er hat, treten. Das macht mir großen Spaß. So. Einmal drauf. Tatsächlich mag ich ja die Keulenseite sehr viel lieber. Aber leider reckt er mir die andere Seite sehr viel häufiger entgegen. Oh, jetzt hat er sich aber wirklich um 180 Grad gedreht. Wer rechnet denn mit sowas? Ja, Schwungangriffe sind nie nett. Okay, ich hasse die Keulenseite. Nur, dass ihr es wisst. Okay, einmal trinken. Tatsächlich macht die Schwertseite quasi keinen Shield-Schaden. Was man auch erstmal wissen muss. Das heißt, ich kann hier einfach so stehen bleiben. Er tut mir nichts. Der ist noch einfacher, als ich dachte. Oh. Ja, schön die Klappe halten. Schön einfach gar nichts sagen. Und dann geht's auch. Der kommt direkt, wenn der andere tot ist, ne? Oh, der gibt echt Titanite-Chunks. Das ist richtig... Der gibt Chunks einfach mal so. Und lässt sich farmen. Was ist das denn bitte? Okay, ich wollte hier hoch. Und hier kann man, glaube ich, die Türen jetzt aufschließen, oder? Kann das sein? Oh, die Türen waren offen. Ja, dann tut's mir leid, Leute. Nee, hier. Das ist es. Stehst du auf? Fire Seat, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, die kennen wir inzwischen. Kann ich mit dir reden? Nee, ne? Ich kann dich aber töten, ne? 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 Ich heile mich lieber vorher. Die sind nämlich nicht ungefährlich. Ach, ein Speerkämpfer. Ja. Die sind halt sehr schwer. Sehr schnell. Könntest du auch eine andere Attacke machen als die? Ja, die ist besser, glaube ich. Genau, jetzt kann ich dich nämlich backstabben. Nimm den Backstab, my friend. Heidelspeer. Ja, ein Speer. Ist jetzt auch wieder ein Speer mit Blitzschaden, soweit ich weiß. Und damit eine gute Sache. Oh Gott, diese Kamera macht mich ja ganz irre. Das ist übrigens nicht der Grund, aus dem ich eben beim Flexible Sentry gestorben bin, sondern einfach nur, weil ich blöd wie die Hölle war. Da war ich zu übermütig. Okay, ich glaube, das war es aber dann auch schon. Ja, jetzt kann ich das natürlich alles aufschließen. Könnte jetzt auch theoretisch nochmal ganz... Oh Gott! Ganz kurz zeigen, dass man das da hinten anmachen kann. Moment mal, aber den Bastille-Key... Ach so, krass! Hätte ich die Belfry-Gargoyles vorher gemacht, dann, liebe Leute, hätte ich einen einfacheren Kampf beim Flexible Sentry gehabt.
Das ist also die Reihenfolge, die man normalerweise spielen könnte, um sich's leichter zu machen. Ist natürlich keine vorgegebene. Also ich zeig's mal eben. Ach, es gibt auch noch ein Item. Das ist gut. Hier kann man das anzünden. Set Light. Ah, ist aber nur ein Smooth and Silky Stone. Und wenn man die beide anzündet, dann ist der ganze Raum erhellt und man hat einen etwas einfacheren Kampf gegen den Lost Sinner. Wobei das eigentlich echt nicht nötig ist. Ihr habt ja gesehen, wenn man nah bei ihm bleibt, ist der nicht schwierig. Gott, Kamera, hilf mir. Hilf mir, Kamera! So, jetzt ist das hier drin etwas erleuchtet und ich glaube aber, dass hier auch Gegner auftauchen dadurch in dem Bosskampf, die normalerweise nicht da wären. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ja, also, wir können zurück. Beschworen werde ich wahrscheinlich eh nicht. Das Level lasse ich jetzt auch mal Level sein. Achso, die Fackel sollte ich vielleicht ausmachen. Und dann gehen wir nochmal in den nächsten Bereich weiter. Jetzt habe ich relativ lange hier rumgedudelt. Ich mache diesen etwas schwierigeren Sprung immer noch nicht, weil ich jetzt keinen Bock drauf habe. Das mache ich mal, wenn ihr nicht dabei seid, glaube ich. Weil das, wie gesagt, nicht so interessant ist. Was mache ich denn stattdessen? Ein neues Gebiet, würde ich sagen. Wir haben mindestens noch zwei. Wir haben das Far Fire. Hatten wir nicht noch eins? Ach so, natürlich, dieses Level hier. Huntsman's Corpse. Corpse, nicht Corpse. Ich sag immer Corpse. Da es als erstes Level angeführt wird, würde ich sagen, ich mache das auch als erstes. Ne? Gehen wir mal hier hin. Hier haben wir ein paar Hexes her. Hier gibt es sehr viel Gift, soweit ich weiß. Hier gibt es sehr viele Tode für mich. So wie ich fürchte. Wo ich schon mal dabei bin. Ich habe jetzt ein bisschen was über. Könnte ich nochmal schauen, ob ich was hier noch vergessen habe. Ja, ich könnte das mal mitnehmen. Was ist das hier eigentlich? Magic Barrier. Resistance to Magic, Lightning, Fire and Dark. Meinetwegen. Ich kann auch die andere mitnehmen, so teuer sind sie jetzt. Obwohl, die sind mir doch ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Great Resonance Soul. Ach, das könnte man später machen. Dafür möchte ich sie jetzt doch nicht aufbrauchen. Ich hab jetzt nicht so viele Seelen. Also es ist nicht so, dass es knapp wäre. Hier, nimm dies, du Arsch. Oh, ein Item. Life Gem. Cool. Aber... Oh, geh weg. Achso, ich darf hier anvisieren. Ha, noch eins. Small Orange Burr. Das klingt eklig. Wow. Junge, Junge, der hat das... Oder das Anvisieren, der hat mich jetzt richtig erschreckt. Oh. Moment. Euch kann ich natürlich verletzen. Nehmt dies. Oh, Item. Ja, da muss ich sowieso noch runter. Ah, so schlecht ist der Zauber nicht. Nö. Es ist nur die Frage, schaffe ich irgendwelche Sprünge? Oh, ist das dunkel. Ist das schon immer so dunkel gewesen hier? Also die Frage ist wirklich, schaffe ich irgendwelche Sprünge? Mit der Kamera. Ist das übel? Ich hasse es. Also ich muss quasi hier hin. Oh Mann. Ah, hier hängt noch einer an der Seite direkt. Ich versuch's mal eben so. So. Einfach, weil ich dich gesehen habe. Ah, da lässt auch direkt was fallen. Ach, hier ist ja direkt unten noch was. Ha, guckt euch das an. An der anderen Seite ist einer, aber ich kann nicht anvisieren, weil ich zu blöd bin. Huch. So, dich habe ich gesehen. Oh, Monastery Charm and a Soul of a Proud Knight. Wo sind jetzt die Typis? Die mich gerade vergiften wollten. Hier ist einer. Oh, dich wollte ich gerade nicht. Oh, diese Kamera. So,
Ja, die lassen alle ihre Items schön fallen und da komme ich jetzt nicht mehr dran. Also, dass er sich jetzt immer zu diesem Vieh da unten dreht, ist natürlich jetzt nicht super hilfreich. Ich möchte natürlich eigentlich ihn hier haben, aber jetzt habe ich ihn. Nimm dies. Ich glaube, da unten sind... Moment, bevor ich da runterspringe, sollte ich vielleicht lieber erstmal hier lang gehen. Ach, das ist der ganz normale Weg, kann das sein? Nee, ist nicht der ganz normale Weg. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich gelandet? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Ach, da hätte ich hier runterspringen können. Ja, aber da habe ich mir etwas komplizierter gemacht. Aber das macht nichts. Dann muss ich das schon später nicht machen. Aber ich muss trotzdem hier runter. Und zwar möglichst ohne zu sterben. Was auch immer es war, es ist jetzt tot. Ich glaube, es war noch ein Fliegenheimer. Nee. Oh Gott, das ist so ein großer? Ist der jetzt echt tot? Das waren... Ihr kennt die Viecher, ne? Ach, der lebt noch! Das Sackgesicht. Hab mich schon gewundert, dass ich den mit einem Schuss hab... hätte töten können. So, ein bisschen Ausdauer. Ja, gut, weg bist du. Large Titanite Shard. Oh, das ist gut, damit kann ich mein Schwert aufrüsten. Poison Moss. Jetzt bin ich natürlich blöd hier runtergehüpft. Ich wusste nicht, dass es hier so endet. Ich dachte nicht, dass es noch zwei Ebenen gibt. Das ist blöd. Rickards Rapier. Den trifft man, glaube ich, normalerweise hier. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben. Hier kommen wir jetzt so raus. Oh, ich darf die Kamera nicht so oft drehen. Das ist, macht mich ganz verrückt. Das ist ganz wild. Ist eine schnelle Stoßwaffe, glaube ich. So ist der Rickard nun mal, äh? Ja, so ist der. Ach so, jetzt bin ich hier doch wieder... Hä? Was sind die jetzt schon wieder? Blüpp. Da ist einer. Halt durch, hä? Warum hängst du da? Na gut. Weiß nicht, ob der mich jetzt direkt runterschubst. Oder ob der überhaupt... Nee, kommt nicht mal hoch. Da hängt einer. Einfach so, hängt er da rum. Meinetwegen, soll er. Oh, ich bin froh, wenn die Challenge vorbei ist. Mir wird richtig schlecht. Und das ist kein Witz. Mir wird echt schlecht davon. Weil es einfach komplett nicht gewohnt ist. Hier, nimm dies. Oh, doch nicht. Ja, in diesem ersten Raum habe ich, glaube ich, noch nicht alles abgearbeitet. Ah, hier geht's hoch. Ach so, das ist, glaube ich, aber auch der Ausgang. Genau das. Ich muss erstmal 10 Minuten lang mich orientieren, bis ich überhaupt weiß, wie ich mich drehen möchte und kann. Echt? Das war ja lustig, wie er sich um sich selbst gedreht hat. Habe ich alles noch nie gesehen. Ist völlig neu für mich. Ein ganz neues Spiel. Ein ganz, ganz neues Spiel. So war das noch nie in meinem Leben. Oh, bitte Kamera. Boah, also wenn ich euch jetzt hier zufälligerweise ganz dezent auf die virtuellen Schuhe kotze, dann liegt das daran, dass die Kamera gerade wirre Dinge mit mir anstellt. Hui! Ich hoffe, ich sterbe bald, aber es ist mir auch inzwischen fast egal, ob im Spiel oder im wirklichen Leben. Hauptsache, diese Challenge ist vorbei. Und dann noch dieses automatische Anvisieren, das dann auch nicht mehr so genau klappt. Alles ist schlimm. Alles ist schlimm, Leute. So, du auch. Du bist auch schlimm. Und die da hinten. Was meinst du, wie schlimm du bist? War hier nicht noch was Schlimmes? Da hängt noch ein Schlimmer. Der kann gleich... Ja, da kommt er doch. Und hier auch? Ihr seid echt schlimm. Schlimm. Ey, schlimm. So. Alles klar. Ist da was? Nee, auch schlimm. Oh. Ach, da ist noch was. Das ist nicht schlimm. Ich will's haben. Ich will dich. Was hängst du da so...
Was hängt der da so? Komm. Schade. Manche hängen, glaube ich, nur aus Protest. So, wir machen jetzt noch bis zum nächsten Kürzele. Nein, ich meine natürlich bis zum nächsten Bonfire und dann höre ich auf. Denn so schlecht, wie mir gerade ist, das ist echt krass. Wer hätte das gedacht, dass mir das Übelkeit bereitet? Aha. Tot, hä? Jetzt bist du tot. Life Gem und Poison Moss. Überlebe ich das? Ich glaube schon. Lockerst. So, ich glaube, hier wäre ich auch normalerweise hier entlang gekommen. Ja. So, da war ich noch nicht. Oh, 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 au, au. Au. Ja, das war ja recht unfair, hä? Aber wer erwartet schon Fairness in einem Dark Souls-Spiel? So, ein bisschen Krams noch. Ah, hi. Du bist also auch unfair, hä? Einmal hier rüber? Achso, das ist nicht mal eine Tür. Ja, da gehe ich da nicht rüber. Da geht's runter. Ich glaube, das wäre auch der... Hä? Das wäre der... Ah. Geh weg, du stinkender kleiner Mistkerl. Ja, das ist natürlich nicht nett, wenn ich so mit meinen Feinden... Oh, stirb, du rotzgesichtiges Kackbratzenkind. Eieiei. Also, wie gesagt, es ist vielleicht nicht nett. Oh, was ist jetzt passiert? Kamera. Oh, ich wäre fast runtergefallen deswegen. Wir sind aber gleich beim Ziel, glaube ich. Kamera. Oh, es ist schlimm. Hier ist es. Ja. Pause. Oh my god. This is so awful. It's so awful, I want to die. Das ist die Würge-Challenge, Leute. Entweder erwürgen oder einfach nur würgen. Ein Level mache ich noch, dann Schluss. Oh, es ist schlimm. Oh. Leute, 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 Leute. So, damit werden meine Zauber wieder ein bisschen stärker. Feuerbonus und Darkbonus. Oh, der wird sogar noch stärker. Darkness-Bonus ist hier höher als der Feuerbonus. Aber nicht viel. Das wird sich sicherlich auch wieder ausgleichen. Aber ihr seht, die Defenses sind sehr ausgeglichen dadurch. Jo, dann also das Steigern. Finde ich total okay. Viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Also jetzt sind die Anstiege sehr teuer inzwischen. Ja, und damit würde ich sagen, ist der Tag schon mal beendet für mich. Also nicht nur dieses Let's Play für heute, sondern wirklich der Tag. Der ist nämlich echt spät jetzt schon. Mal sehen, was das hier... Ja, das könnte ich jetzt auch nochmal aufleveln. Würde nochmal einen ordentlichen Schadensboost geben. Machen wir aber wann anders. 16 Punkte extra finde ich so schlecht nicht. So, aber wie gesagt, nicht jetzt, irgendwann, wenn wir Lust drauf haben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Eure Unterstützung ist immer willkommen. Und schaut auch mal auf kellerbeast.de rein, wenn ihr möchtet. Bis zum nächsten Mal und ciao.